Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Ja, wir befinden uns immer noch in einer sehr misslichen Lage, denn hier schwören ein paar Wächter und ein Sägezahn oben. Ich habe gerade Angst, dass der Wächter mich eventuell erwischt. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Ist dem so? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich darf natürlich nicht den falschen überbrücken. Der weiß, dass wir da sind. Kann man auf dem reiten? Das ist mega nice. Gucken wir mal, wie wir auf dem reiten könnten. Na, mein Sägezähnchen. Schade, dass wir auf den nicht reiten können. Ne? Naja. Lass mal den erstmal hier, vielleicht. Warte, noch ein bisschen Krawall, keine Ahnung. So ein Sägezahn ist eben echt stark. Das ist rote Echo. Sind also Du nur wirst mir Eiger. sicher noch nützlich sein. Fragt sie mal, wie die so unbeschadet an den ganzen Maschinen vorbeikommen. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen Sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Ich wollte schon gerade sagen, wow, das ist ja echt mit den Dialogen besser geworden, seitdem ich das mit der Audio ein bisschen gestellt habe. Dann genau in dem Moment, wo ich denke, kommt dieses kleine Kratze. Aber es ist wirklich ein bisschen besser geworden. Kann man nicht anders sagen. Voll heftige Panzer. Das geht ganz schön schnell. Richtig. Die schreit echt laut. Möge die Urmutter unseren Tod vergeben und falls nicht, möge sie ihren
Drei solche Lager müssen wir räumen, ey, ist ja echt. Echt heavy. Nicht gehört. Was kommt denn mal her? Herkommen will, muss halt sterben. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Oder so. Störe den Alarm. Mhm. Nichts Besseres zu tun? Was ist denn der Alarm? Ach, da. Das ist aus dem Heini. Ist natürlich nicht so geil. Altes Gefäß, Miriam. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten Dieb unteuer war, trägt die Aufschrift Miriam. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Ja, aber in Meridian waren wir jetzt noch nicht. Nicht normalerweise rohes Gras. Das ist eine Scherbe. Was ist das denn? Mhm. Ist da unten? Shit. Oh ja. Na schön. Ich sehe was. Ah!
Sicherheit für die Urmutter. Nie den Glauben an die Nora. Da. Ja. Warum muss der Typ auch einfach da hochgucken, ey? Ist voll dämlich. Was ist das? Damit können wir Zeug in die Luft jagen. Mhm. Wir haben getan, was getan werden musste. Richtig. Natürlich sollten wir es beim nächsten Lager ein bisschen, ja, diskreter angehen. Aber es ist meine Schuld, ja. Da gebe ich euch keine Schuld oder so. Guter Fund. Vielleicht sollte ich weiter oben lang gehen. Wenn man dann hier lang kommt. Irgendwie. Mittendurch oder so. Außen lang gehen können, ist eh noch übelst weit weg. Der schnellste Weg nach unten. Ja. Luna, ich komme. Textprotokoll, Daten, Beschwindigung. Okay. Textdatenpunkt-Welt. Persönliches Protokoll. Benutzer, bla bla bla. Sieht aus, als würde ich zum Mond fliegen. Heute habe ich mich mit Jerry getroffen und er sagte mir, dass ein paar unserer Helium-3-Minen nicht so ertragreich sind, wie sie sein sollten. Die Drohnenüberwachung da oben hat ein Auge darauf, aber selbst sie können nicht sagen, was die Probleme verursacht. Also will das Unternehmen ein Team raufschicken, um die Sache genauer zu untersuchen. Das Schwerkrafttraining beginnt am Montag. Luna, ich komme. Teufelsleid. Okay. Mit dem Bogen können wir also auch ein Wildschwein mit einem Schuss killen. Oh, das Wildschwein ist jetzt voll schon. Ich bin mehr als bereit für dich. Gesehen. Ey. Was kommt da? Na, wir haben die ja nur recht am Start hier. Die sind nicht billig. Alte Trümmer.
Arsch. Was? Uskü. Oder keine Ahnung. Ein Sprung des Abgrundes Gefäß, das. Ja. Da lang. Bist du nicht ein Typ? Okay, doch nicht. Persönliches Protokoll, diese Roboter-Schlacht Holos machen mich krank. Wie viel kann man sich davon ansehen, bevor man erkennt, dass alle Folgen gleich sind? Man kommt aufs Schlachtfeld, beobachtet, wie ein paar Drescher-Bots sich zerfetzen, wählt, für welches Unternehmen man ist, Explosion, 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 und dann ist es vorbei. Finde nur ich das völlig bekloppt, alle anderen scheinen diesen Mist zu lieben. Okay, scheint so eine Art Fernsehserie zu sein, wo quasi Roboter gegeneinander hat antreten lassen. Das wird zu schwer. Warum? Was für was ist denn das? Alte Skulptur. Rohstoff, okay. Schweins. Haben wir extra noch ein Schwein gejagt, ey. Okay. Mist. Naja. Das müsste eh ein bisschen rohstoffig gegangen sein. Ja. Welchen Lager machen wir uns gerade eigentlich auf? Und zu dem. Okay. Wer schießt da auf mich? Okay, ich konnte ihn halt nicht genau sehen. Das war halt das Dumme. Lass die erstmal ein bisschen beruhigen da. Richtig. Mexiko. Crowther wird mich umbringen. Heute Morgen kam die Mitteilung des Metallurgic 2 unserer Helium-3-Anlagen in Mexiko besitzt hat. Keine Absichtserklärung, keine Warnung, einfach bam. Natürlich gibt man mir die Schuld. Ich könnte eine Beschwerde beim ICC einreichen, aber davon hat am Ende nur die Firma was und ich bleibe außen vor. Ich könnte Great Lakes Interdiction
Interdiction oder keine Ahnung kontaktieren und vielleicht bis Montag alles in Ordnung bringen. Aber mein Kreditrahmen ist schon überspannt. Wie sind Sie an die Schnüffler, an den Schnüfflern vorbeigekommen? Wo waren unsere Drescher? Das ist übel, echt übel. Geschäftsmann in Lütchen. Schade. Komme ich so leider nicht durch. Zeig dich endlich! Wir warten. Alarm, mach das Signal an! Scheiße. Das wirst du nicht überleben! Ich mach dich fertig! Mann! Mach dich bereit! Ich wollte nur den Alarm deaktivieren, Mann! Es fällt hier runter. Da. Der Schatten wird dich finden, wohin du auch gehst! Ja! Da! Fuck, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ich sehe was. Ist halt verkackt. Ja, einfach so reingegangen. Mann, ey. Ja, das war kacke. Das war einfach kacke. Da müssen wir nochmal rein. Nochmal ganz vom Anfang an. Ja, und bevor wir das jetzt nochmal probieren, dieses zweite Lager einzunehmen, ja, würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Folgenpause. Und bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wo sind wir denn jetzt? Ach da, okay. Ja, wie immer sei. Bis dahin. Ja, ciao.